Schnell, Beeilung! Sie kommt! Sie kommt! Los, los, los! Ja. Ja. Okay, wir müssen in den letzten Wagen. Okay. Hey. Entschuldigung. Danke. Elana, komm. Oh mein Gott. Warte mal kurz, Dude. Wir hätten nach vorn gemusst. Hab ich doch gesagt. Hast du? Ja. Ehrlich? Mhm. Ganz sicher? Ja. Ich glaube, aber du hast gesagt, wir müssen nach hinten. Hab ich nicht gesagt. Nicht dran. Ich hab dich lieber weg. 4 and 3 and 2 and 1. Echt, du. Bei fetten Typen wird der Schwanz quasi reingesaugt. Der wandert zurück in den Körper. Mag ja sein, dass du recht hast. Ich verstehe nur nicht, wie er in den Körper zurückgesogen wird. Es geht nicht um das wissenschaftliche Phänomen des Saugens, Abby. Ich meine nur, dass je mehr Platz ein Penis hat, um sich zu präsentieren, umso größer wirkt er nach außen. Bitte merkt dir das, okay? 5 verlorene Kilos bedeuten ca. 2 optische Zentimeter. Hey, das ist ja die beste optische Täuschung aller Zeiten. Ganz genau. So wie Mount Rushmore, der Felsen, der so aussieht wie die Präsidenten. Also Mount Rushmore ist schon eine echte Skulptur. Da waren Künstler am Werk und Architekten. Oh, die Hitze ist echt der Hammer. Ich kann nicht mehr, ich zerfließe gleich. Oh, ich stehe drauf. Alle meine Sinne sind geschärft, sogar meine ethnische Doppelrolle. Vorhin hat mich einer angemacht, ich glaube auf Kreolisch. Sehr aufregend, aber mir schwimmt der Arsch gleich weg. Ich brauche jetzt eine Klimaanlage. Das Eis müssen wir wohl wegschmeißen. Dann mal los. Das Licht hier ist unglaublich. Hey, hast du eine Pinzette dabei? Nee, habe ich nicht. Tut mir leid. Elana, habe ich dir erzählt, dass der männliche Stacy heute Abend für mich kocht? Ganz ehrlich, als Mann würde ich genau das für eine Frau tun. Guck dir vorher das Colin Farrell Sextape an. Einfach, um wieder ein bisschen reinzukommen. Besonders gut wird's ab 8:58. Er schlabbert sowas von an ihr rum, als wäre ihre Pussy ein riesiger Milchshake. It's me breakfast, lunch and fucking dinner right here. Ab 8:58 hast du gesagt? Ja, aber dann willst du auch noch mal vorspulen auf 9:44. Da gibt's eine Runde meisterliches Arschloch-Teasing zu sehen. Und zum Abrunden dann vor auf 12:47 zu einem schönen altmodischen Fingerfick. Oh. Tut uns leid. Wir lieben New York, Moms. Ich werde die Hose kaufen. Sie ist inzwischen nämlich quasi mit mir verwachsen. Also, perfekt. Wie war das? 8:58? Es wird Ihnen gefallen. Das garantiere ich Ihnen. Ja, die haben sich scheiden lassen. Aber sie sind immer noch echt gute Freunde. Ja, wie bei meinen Eltern. Geschieden, immer noch Freunde. Schon cool, sehr oder? Sehr cool. Ich würde gern mal heiraten, nur um mich scheiden lassen zu können. Ich gebe zu, ich bereue meine Entscheidung ein bisschen. In der Hitze verriet das für dich zu brutzeln. Zum Glück habe ich mein neues geiles T-Shirt an. Sieht wie ein Smiley aus. Ja, sieht wie ein Smiley Allerdings, aus. Mein Plan funktioniert. Du bist hier, ich verstecke die Klimaanlage. Du ziehst dich ein bisschen aus. Du hast nicht wirklich eine Klimaanlage, oder? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mich mal ab... Ich muss mal pinkeln. Ich gehe jetzt pinkeln und dann wische ich mich. Ich werde mal die Toilette benutzen. Okay. Oh, Scheiße, ist das heiß. Okay, alles.
Alles gut, ganz ruhig, entspann dich, Abby. Dir ist nicht heiß. Du siehst toll aus, du fühlst dich gut, alles cool. Das wird schon, ganz ruhig. Super Idee. Und los. Jo! Hey! Was geht ab? Ich war pinkeln. Ja, und ich hab gekocht. Ich hab gedacht, vielleicht lassen wir das mit den Fajitas. Fürs Erste. Ich hab einen Ventilator in meinem Zimmer. Das ist da, wo ich schlafe und sowas Ähnliches. Cool. Animationsfilme sind am krassesten. Das ist sowas wie Crack für die Augen. Ja, meine Tochter steht auf die Eiskönigin. Wahnsinn, sie sieht's immer wieder und wieder von vorn. Sie ist total angefixt. Ganz genau. Alle Hollywood-Filme sind Pornos. Und alle Pornos sind Kinderpornos. Wir leben in der Vergewaltigungskultur, oder? Ist doch so. Ich muss mal für kleine Mädchen. Genau das ist die Sprache dieser Kultur. Habt ihr gehört? Wow. Wow, wow, wow. Wo habt ihr euch kennengelernt? In einem Sportgeschäft am Times Square. Sie hing da einfach rum, wollte überhaupt nichts kaufen. Hat nur gechillt. Ich zieh dir die Hose aus. Okay? Okay, ist gut. Das ist nur ganz schön eng. Ich merk schon. Tut mir leid, das ist nur, weil es so heiß ist. Ich krieg sie nicht runter. Okay, ich halte mich hier fest und du ziehst bei drei, okay? Eins, zwei. Oh nein. Oh nein. Hattest du einen kleinen Unfall oder als sowas? Als du vorhin im Badezimmer warst, um dich abzuwischen, du weißt schon. Ich war nur pinkeln. Ist mir der Schweiß in die Ritze geflossen und ich habe mir dann ein paar Küchentücher zwischen die Backen geklemmt, um ihn aufzusaugen. Und mir ist gerade eingefallen, dass die da noch drin sind. Also gibt's eine kleine Pause. Kurze Auszeit, okay? Oh, okay. Ich mach eine Sekunde. Das ist ganz schön viel Papier. Trennst du deinen Müll? Ich habe mit der Uhr hier mehr Augenkontakt als mit jedem Menschen, den ich kenne. Und wieso? Wahrscheinlich, weil sie nie wegläuft. Happy Birthday! Wer hat denn Geburtstag? Wirklich witzig. Oh, ein Zahnkuchen. Yep. Happy Birthday! Hoch mit euch, steht auf. Lincoln hat Geburtstag und wir haben's alle gewusst. Ja. Ha? Oh, Abby. Stacy, das ist gut. Das ist so gut. Ich fühle mich so verrückt. Mir ist ja, ich mich auch. Das ist verrückt. Ich fühle mich echt. Stacy, das ist richtig gut. Stace? Stacy? Stace? Männlicher Stacy? Männlicher Stacy? So eine Scheiße. Also kurz gesagt, du hast ihn vergewaltigt. Nein, nein, er ist von der Hitze ohnmächtig geworden. Ich schwör's dir, er wollte es auch. Das ist haargenau das, was die auch sagen würden. Ja, aber ich meine es auch so. Ja, die auch. Aber ich... Dude, hast du's zu Ende gebracht? Oh Mann, ich hab ihn vergewaltigt. Ich hab den Mann vergewaltigt. Ich bin ein Monster. Wow. Ich kaufe jetzt sofort eine Klimaanlage. Wow. Sie haben die Ventilatoren umgestellt. Das ist gut. Ich hätte schon fast was gesagt, aber ich wollte niemandem zu nahe treten. Ich arbeite ja nicht hier. Wieso arbeitest du nicht hier? Man scheißt nicht in den eigenen Garten. Eine Duschhaube. Meinst du, Lincoln hätte gerne eine zum Geburtstag? Eher nicht. Er hat eine Glatze. Ach ja, stimmt. Oder? Du hast recht. Ja. Mhm. Du hast recht. Weißt du was? Komm mit, wir gucken uns den Ravioli-Aufsatz für seine Pastamaschine an. Lincoln hat eine Pastamaschine? Im Ernst? Ja, wusstest du das nicht? Selbstgemachte Pasta. Er probiert jeden Sonntag was Neues aus, steht alles in seinem Blog. In welchem Blog? Nudeln statt Zahnersatz. Redet ihr denn nie? Warum nicht gleich, Nudelarzt? Nein, wir reden nicht. Wir haben Sex, rauchen was, gucken Fernsehen. Ist doch toll. Abby, du bist hier und besuchst mich nicht in der Geschirrabteilung. Oh, komm schon. Wow. Na sowas. Da haben wir es. Woo. Yes. Woo. Okay. Ich werde mal kurz... Oh Mann, ja. Wow. Alles klar. Danke, Leute. Oh, danke, das war echt spitze. Zeig mir dein Lächeln. War schön, dich zu sehen, Abby. Ja, und oft kommst du denn hierher? Nicht so oft. Na sowas, wen haben wir denn hey, da? Okay. Oh mein Gott. Wann haben die das eigentlich geübt? Unglaublich. Das ist perfekt. Mit mir tanzt sie ja nie.
Hallo, meine Hölzchen. Alles klar bei dir? Oh, ich habe ein Frühstücksbrettchen ganz speziell für dich. Na, doch, ich habe sogar das Abby gekauft. Geh du ruhig, die Klimaanlage besorge ich. Und dann treffen wir uns irgendwann wieder. Ist ein tolles Gefühl. Super Sache. Eine echte Investition. Ich gucke in die Seitenstraßen nach dem Taxi und du übernimmst die Hauptstraßen. Genial, ne? Von allen Seiten. Komm schon, New York! Ja, 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 ja. Ein Moment. Abby, ich hab eins. Los, komm her. Verdammt, dann ist ich fass Gott. Es nicht. Wo Mann, ist das die? Kann doch nicht wahr sein. Hör mal, mein neuester Facebook-Status. Wie findest du den? Suche Airconditioner, gratis oder billig? Danke, bis dann, Leute. Bis dann, Leute, finde ich am besten. Das gefällt mir. Ich will mehr davon. Ich will mehr Feuer. Ich will mehr Gespritze, mehr heiße Soße. Das reicht. Vielleicht für Linke eine reife Avocado zum Geburtstag. Oder einen ganzen Beutel mit Avocados. Nein. Gesendet in die Cloud. Wow, ich habe schon zwei Antworten. Oh Mann, ey. Das ist wirklich total peinlich. Die sind Facebook voll in den Arsch gekrochen. Null Scham. Okay, eines von meiner alten Babysitterin. Wow. Die, wenn ich mal ehrlich bin, für die Scheidung meiner Eltern verantwortlich ist. Wow. Also nein. Und die andere ist von Benny Calitri. Wer ist Benny Calitri? Wir haben einen gemeinsamen Freund. Hallo. Hey, Bevers, wer ist Benny Calitri? Kenn ich den? Ja, weißt du noch deine Party? Du hattest mir verboten, jemanden mitzubringen. Er war damals meine Begleitung. Okay, er ist danke. Einer meiner besten Freunde. Hast du ihn? Hey, ich bin zwar noch nie in dem Viertel hier gewesen, aber ich habe keine Angst. Neben mir geht ja eine knallharte Vergewaltigerin. Okay, schon gut. Hör zu, Schuldig. Das ist eine umgekehrte Vergewaltigung. Du vergisst dich an den Tätern. Ja! Hey, ich bin Benny. Ja, wir haben uns schon mal getroffen. Ja, aber ihr wart gar nicht gemeint, Leute. Ich drehe gerade mein Bewerbungsvideo für die Amazing Race Show. Ich bin nur ein Typ, der eine Herausforderung sucht, die sein Leben verändern wird. Okay. Also ich sag dann schon mal Danke für die Anlage, wenn ich irgendwas tun kann, um mich zu revanchieren. Wenn ihr mir ein bisschen beim Kistenschleppen helfen würdet, das wäre super. Na klar. Okay. Ein paar meiner besten Freunde sind vorbeigekommen. Obwohl die beiden ziemlich heiß sind, werde ich mich aufs Wesentliche konzentrieren. The Amazing Race. Also danke nochmal, Leute. Ihr habt mir echt aus der Patsche geholfen. Ja, danke für... Eine Frage, wozu braucht ihr eine kaputte Klimaanlage? Was? Du hast doch gepostet, ich zitiere, abgebrannte F sucht passende Klimaanlage. Wieso sollte irgendjemand eine kaputte Klimaanlage suchen? Ich kenne mich mit Slang nicht so aus. Ich habe gedacht, abgebrannt heißt sowas wie hinüber. Okay, ich weiß, ihr seid jetzt ganz schön sauer. Ich kann das ja spüren. Aber kann einer von euch vielleicht Bungee springen oder einen Kupplungswagen fahren? Ich brauche einen Partner für Amazing Race. Meine Mom hat sich rausgezogen. Vielleicht hätte dein Dad das tun sollen. Wow, Alter. Der war super. Fiel mir so ein. Kapier ich nicht. Wieso fragst du nicht Bevers? Ach, der kann seine Kätzchen nicht allein lassen. Welche Kätzchen? Oh, Drama. Was? Drama scheint mein ständiger Begleiter zu sein, besonders wenn Frauen halt ihre Hand... Halt bitte deine Klappe! Spar dir einfach dein lächerliches Video! Du wirst es nicht schaffen! Können wir das nochmal versuchen, ohne dass ihr schreit? Das funktioniert schon. Ich habe die Klimaanlage letztes Jahr nach meinem Abschluss hier gelassen. Die gehört theoretisch immer noch mir. Es ist wie wenn eine Mutter ihr Baby zur Adoption freigibt. Sie sollte die Möglichkeit haben, sich das Baby zurückzuholen, wann immer sie Lust hat. Ich kann nicht schon wieder mit dir über Adoption reden. Tut mir leid. Ich verstehe. Okay. Hallo, Sir. Können Sie bitte meine Freundin eintragen? Die ist abgelaufen. Oh, alles klar. Wir sind zwei verliebte Lesben. Haben Sie etwa was gegen uns, weil wir offen lesbisch sind? Denn Ihre heteronormativen Ansichten sind... Es ist mir egal, ob ihr Lesben seid. Okay, dann liegt's vielleicht daran, dass wir hetero sind? Wenn wir hier in der Minderheit sind, sollten wir da nicht gleich behandelt werden? Die Heteros von 2015 werden schon wieder schikaniert! Ihr seid doch heute alle Heteros und ihr seid alle Homos. Danke. Danke, Sir. Okay, wir ziehen unser Ding durch, rein und zack raus. Wir packen das. Okay, wir packen das. Jungs, da ist eine Frau mit ihrer Mutter. Sehr witzig. Bist du Komiker? Mehr oder weniger. Mein Onkel ist Adam Carolla. Da ist sie.
Okay, wir sind die neue Aufsicht, also würde ich mir die Mätzchen sparen und zwar pronto. Das ist eine spontane Zimmerdurchsuchung. Hey Leute, wir wollen echt keinen Ärger. Dann hoffen wir mal, Jungs, dass wir hier auf keine verbotenen Sachen stoßen, denn das wäre gar nicht gut für euch. Oh, ein Mini-Kühlschrank. Na sowas. Was haben wir denn hier? Schau an, schau an. Eine Pulle Wodka, hä? Huh? Guter Stoff, hä? Huh? Und er ist verboten. Sorry, Verstoß Uno. Auweia, auweia. Der Hahn hat fette Eier. Das wäre Verstoß 2. Was hast du da? Such, zeig's mir. Riechst du was? Auweia, auweia, der Hahn wird gleich zum fetten Geier. Verdammt, was ist das? Das ist Verstoß Nummer 3. Ehrlich, das gehört uns nicht. Welcher Idiot versteckt schon sein Gras in der Wand? Welcher Idiot versteckt sein Gras in der Wand? Ein Grasgenie. Und sie würde es dort lassen für den Fall, dass sie mal auf dem Trockenen sitzt. Das ist in der Tat eine ernsthafte Verletzung der ethischen Grundsätze, die sich unsere Universität auf die Fahne geschrieben hat. Tut mir leid, als eure Aufseherin müssen wir euch melden. Warte mal. Elena, Sekunde, nicht so schnell. Ich finde, dass die Leitung nicht zwingend davon erfahren muss. Das ist das erste Mal, dass sie erwischt werden. Vielleicht reicht es, wenn wir ihnen die Klimaanlage entziehen und gut ist. Ja, das klingt fair. Okay. Ehrlich, der Stoff gehört uns nicht. Ist nicht unsere. Und was hat das eigentlich mit der Anlage zu tun? Das sind die Regeln. Wenn ihr hier fertig seid und einen echten Job habt wie wir Aufseher, dann reden wir weiter. Alle Aufseher sind Studenten. Wenn du deinen Abschluss hast, können wir darüber reden, was ein Aufseher ist und was nicht und ob wir Studentinnen sind oder nicht. Während meine Partnerin, nennt sie Gerechtigkeit, eure Klimaanlage entfernt, werde ich euch mal darüber aufklären, welche Gefahren es birgt, wenn man minderjährig Bongs raucht. So, nimm sie, mein Freund. Ihr raucht jetzt bitte das hier weg. Du fängst an, Kleiner. So, schön tief reinziehen. So ist gut. Und los geht's. Diese App erfunden. Naja, okay, also noch nicht ganz, aber fast. Das ist so eine Foto-App, die fügt Laserstrahlen hinzu zu Bildern. Da schießen dann also fiese Laserstrahlen aus Augen oder Nippeln oder Po-Löchern. Das wäre ziemlich cool, wenn es das nicht schon als App gäbe. Wow, du hast lange Finger. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich könnte jetzt sowas sagen wie, Mann, lange Finger. Oder? Ich kann nicht mehr, du bist echt witzig. Kennst du vielleicht Bleepy? Was denkst du denn? Bleepy ist der Hit. Tja, das war ich. Nein. Das ist natürlich nicht mein einziges kapitalistisches Unterfangen. Oh. Wow. Siehst du das? Dude. Jetzt bin ich mir sicher. Ich will hier nächstes Jahr hin. Du sagtest doch, du wärst fast fertig. Ja, auf der Morristown Prep Academy. Okay. Also, dann bist du wie alt? 16. Oh, ich hab's wieder getan. Ich bin Wiederholungstäterin, ich bin ein Sexmonster und damit muss ich jetzt leben. Tja. Okay, ganz ruhig. Also, du verführst einen Minderjährigen. Du vögelst dir einen Orgasmus in dem Moment, als dein Partner ohnmächtig wird und sich nicht wehren kann. Du bist eine Triebtäterin, na und? Willkommen im Club. Ja, ist so. Es gibt einen Club, das wusste ich gar nicht. Ja, der ist auch gar nicht so exklusiv. Das ist für dich. Ich wünsche dir Happy Birthday. Danke. Reginald Corolla? Ja, das Arschloch hat $3,600 auf seiner Mensa-Karte. Das ist ja super. Meine Zahnarztpraxis ist direkt um die Ecke von der Unikantine. Passt gut. Ja, Wahnsinn. Ich fühle mich geehrt und geschmeichelt, dass meine Freundin sowas für mich klaut, als wäre ich auf der Flucht. Ja. Und wenn jemand was sagt, sage ich, der einarmige Mann ist schuld. Ja. Den hast du nicht geschnallt, hä? Nein, ich verstehe kein Wort.
Ja, ihr Süßen. Vielen Dank an Tante Abby für euer neues Bettchen. Das ist ihre Strickjacke. Wir haben uns alle lieb, richtig? Ihr habt mich, Daddy Maddie, dann ist da Odysseus, Medusa, Artemis, Hermes, dann noch Drew. Drew? Jungs, wo ist Drew? Drew! Es ist echt gut hier drin. Echt saugut. Ich fühle mich abartig gut. Als wäre wir komplett woanders. Ganz anders, ja. Ganz neues Lebensgefühl. Ja. Saugut. Saugut. Scheiße! Fuck! Verflucht, wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Wie kommst du eigentlich dazu, dich in meine Wohnung zu schleichen? Du hockst da und beobachtest uns, du hast vielleicht Nerven. Ja, los, verzieh dich! Versteck dich ruhig! Geh in die blöde Kiste! Nein, vorher bist du mir noch eine Erklärung schuldig! Ist das überhaupt eine Katze? Ich weiß, du bist ein netter Junge. Oh. 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 Das habe ich noch nie gesehen. Das gehört mir nicht. Ich